Erster Teil Ankunft. Eine blasse junge Frau mit langen ebenholzfarbenen Locken und ein Mann mit schlammig-grünen Schuppen und schokoladenbraunen Wirbeln kauerten hoch oben auf den Dachsparren eines verfallenen Herrenhauses in Kleinmottchen, das bei einigen als das brandige Herz der Schwarzmarsch bekannt war. Du wirst mich noch umbringen, sagte der Reptilienmann zu der Frau. Seine Stimme klang nachdenklich und in dem schwachen Licht, das durch das halb zerstörte Schieferdach nach unten sickerte, wirkten seine Echsenzüge gefasst. Ich bringe dich nicht um, das besorgst du schon allein, entgegnete sie, strich ihre dicken Haarsträhnen aus dem Gesicht und richtete ihre leicht geschwungene Adlernase und ihre graugrünen Augen auf die weite offene Fläche unter ihm. Das läuft auf dasselbe hinaus, zischte der Mann. Komm schon, Glim, sagte er naiv, warf sich in den großen Ledersessel ihres Vaters und verschränkte ihre Hände hinter dem Nacken. Diese Gelegenheit können wir uns nicht entgehen lassen. Oh, ich denke, man darf mit Bestimmtheit sagen, dass wir das sehr wohl können, entgegnete mir Glim. Er lag auf einem niedrigen Sofa und ein Arm hing über einem Beistelltisch aus Zypressenholz, auf dem die Statuette eines knienden Khajiit-Kriegers stand. Lediglich die Umrisse des Agonias waren zu erkennen, da die weißen Vorhänge hinter ihm, die vor den großen Erkerfenstern des Arbeitszimmers hingen, in gleißendes Sonnenlicht getaucht waren. Es gibt einige Dinge, die wir stattdessen tun könnten. Er tickte mit einer glatten schwarzen Kralle auf den Tisch. Wir bleiben in der Villa deines Vaters und trinken seinen Wein. Eine zweite Kralle schnappte nach unten. Wir nehmen etwas vom Wein deines Vaters mit hinunter zu den Docks und trinken ihn da. Die dritte Kralle. Wir trinken etwas davon hier und etwas an den Docks. Glim, wie lange ist es her, seit wir das letzte Mal ein Abenteuer hatten? Sein träger Eidechsenblick wanderte über ihr Gesicht. Wenn du mit Abenteuer irgendwelche ermüdenden oder gefährlichen körperlichen Anstrengungen meinst, dann nicht allzu lange. Jedenfalls nicht lange genug. Er wackelte mit den Fingern beider Hände, als wollte er etwas Klebriges davon abschütteln. Eine eigentümliche kleinmottische Geste der Unruhe. Die Haut zwischen seinen Fingern schimmerte durchscheinend grün. Hast du schon wieder gelesen? Aus seinem Mund klang das wie eine Anklage, als sei Lesen nur ein anderer Ausdruck für, sagen wir, Kindesmord. Ein bisschen, gab sie zu. Was sollte ich auch sonst machen? Hier ist es so langweilig. Nie passiert etwas. Nicht, dass du nicht versucht hättest, das zu ändern, erwiderte Meriglim. Im Verlauf deines letzten kleinen Abenteuers wären wir beinahe verhaftet worden. Ja, und hast du dich dabei nicht lebendig gefühlt? Sagte sie. Ich muss mich nicht lebendig fühlen, entgegnete der Agonia. Ich bin lebendig und diesen Zustand würde ich gern beibehalten. Du weißt, was ich meine. Das ist eine kühne Behauptung, schnaubte er. Ich bin ein kühnes Mädchen. Sie rückte ein wenig vor. Komm schon, Glim. Er ist ein Werkkrokodil, da bin ich mir sicher, und wir können den Beweis dafür erbringen. Zunächst einmal, sagte Meriglim, gibt es sowas wie ein Werkkrokodil nicht. Und außerdem, wenn es so etwas gäbe, warum um alles in der Welt sollten wir uns die Mühe machen, das zu belegen? Weil die Leute das wissen wollen. Dann wären wir berühmt, und er ist gefährlich, in der Gegend verschwinden ständig Leute. In eiter Grund? Natürlich tun sie das. Das ist eines der zwielichtigsten Viertel der Stadt. Hör zu, sagte sie. Es wurden Leute gefunden, die in zwei Hälften gebissen waren. Was sonst könnte wohl dafür verantwortlich sein? Ein gewöhnliches Krokodil. Eigentlich eine ganze Menge Dinge. Mit ein wenig Mühe wäre ich dazu vermutlich ebenfalls in der Lage. Er zappelte wieder herum. Sieh mal, wenn du dir dieser Sache so sicher bist,
Dann bring deinen Vater dazu und der Vogt Erstin dazu zu bewegen, einige Wachen dorthin zu schicken. Tja, und was, wenn ich mich irre? Dann würde Vater wie ein Narr dastehen. Das will ich damit doch sagen, Glimm. Ich muss es mit Sicherheit wissen und irgendeinen Beweis dafür finden. Ich bin ihm gefolgt. Du bist was? Sein Mund stand vor Ungläubigkeit weit offen. Er sieht menschlich aus, Glimm, aber er kommt aus dem Kanal und verschwindet wieder darin wie ein Agonia. Nur deshalb ist er mir aufgefallen. Und als ich mir die Stelle angeschaut habe, wo er herausgekommen ist, nun, ich bin mir sicher, die ersten Spuren im Schlamm stammten von einem Krokodil und die anderen von einem Mann. Glimm schloss den Mund wieder und schüttelte den Kopf. Oder von einem Mann, der auf eine Krokodilfährte getreten ist, sagte er. Es gibt Tränke und Amulette, die selbst euch Röchler unter Wasser atmen lassen. Aber er macht das die ganze Zeit über. Warum sollte er das sonst tun? Hilf mir, endlich Gewissheit zu erlangen, Glimm. Ihr Freund stieß ein langgezogenes Zischen aus. Können wir danach vom Wein deines Vaters trinken? Sofern er noch nicht alles ausgetrunken hat, ja. In Ordnung. Sie klatschte erfreut in die Hände. Ausgezeichnet! Ich kenne den Tagesablauf des Krokodilmanns. Vor Einbruch der Nacht wird er nicht wieder in seinem Bau sein. Wir sollten deshalb jetzt sofort aufbrechen. Bau? Sicher, da würde er sich doch verstecken, oder? In seinem Bau. In seinem Bau, gewiss. Aber du gehst vor. Und jetzt sind wir hier, dachte Anaïk. Ihr Weg hatte sie von den Hügeln des alten Reichsviertels in das uralte, brandige Herz von Kleinmottchen geführt, nach Eitergrund. Auch hier hatten einst Kaiserliche gesiedelt, in den frühen Tagen, als das Kaiserreich den Echsenmenschen der Schwarzmarsch zum ersten Mal seinen Willen und seine Architektur aufgezwungen hatte. Jetzt jedoch hausten in dieser Gegend, in die sich nur selten Patrouillen verirrten, nur noch die Verzweifelten und die Schurken, die Ärmsten der Armen, politische Gegner der agonischen Anxile-Ehlpartei, die nun über die Stadt mitsamt ihren Kriminellen und Monstern herrschte. Mühelos fanden sie den Bau, der sich als wohnliche Ecke eines Pfarrerhauses erwies, das so alt war, dass das Erdgeschoss bereits vollständig versandet war. Was übrig geblieben war, war ausgesprochen höhlenartig und klapprig und in diesem Teil der Stadt nicht allzu ungewöhnlich. Sonderbar war nur, dass es keine Horden illegaler Hausbesetzer gab, sondern nur den einen. Er hatte sein Versteck vornehmlich mit Gerümpel möbliert, doch hatte er auch einige hübsche Stühle und ein anständiges Bett. Das war auch beinahe schon alles, was sie zu Gesicht bekamen, bevor sie die Stimmen vernahmen, die auf demselben Weg hereinkamen, den sie selbst genommen hatten, und damit auf dem einzigen Weg in das Haus. Anaïk und Glimm wichen in die Ecke zurück, wo die Wände aus Stein bestanden. Der einzige Weg nach draußen führte über eine alte Treppe und weiter nach oben, indem man das uralte Tragwerk des Hauses als Leiter benutzte. Anaïk fragte sich, was für eine Art Holz, wenn es denn Holz war, der Fäulnis so lange widerstehen konnte. Die Wand- und Bodenbretter bestanden aus irgendetwas anderem und gaben unter den Füßen nach wie Papier. Aus diesem Grund mussten sie darauf achten, lediglich auf die Tragbalken zu treten. Glimm stieß ein leises Zischen aus. Die Gestalten unter ihnen blickten nach oben. Nicht genau zu ihnen, aber in ihre Richtung. Anaïk holte ein kleines Glasfläschchen aus der linken Tasche ihres Zweireihers und trank den Inhalt. Es schmeckte ein wenig wie Melone, jedoch sehr viel bitterer. Sie spürte, wie sich ihre Lungen füllten und leerten, fühlte den federnden Zug der Muskulatur um ihre Knochen. Ihr Herz schien zu vibrieren, statt zu schlagen, und das Seltsamste war, dass sie nicht zu sagen vermochte, ob dies der Angst geschuldet war oder nicht. Mit einem Mal wurden die leisen Gespräche unter ihnen wesentlich lauter, als stünde sie mitten in der Gruppe unter ihr. »Wo ist er?« fragte eine der Gestalten. In dem trüben Licht waren sie schwer auszumachen, doch dieser Kerl sah dunkler aus als die übrigen, vielleicht ein Dun mehr. »Er wird hier sein«, sagte ein anderer.
Er oder sie war offensichtlich ein Khajiit, denn alles an der Art und Weise, wie er oder sie sich bewegte, wirkte katzenhaft. »Das wird er«, sagte eine dritte Stimme. Anaik beobachtete, wie der Mann, den sie die letzten Tage über beschattet hatte, auf die anderen zutrat. Auch er war zu weit weg, um ihn deutlich sehen zu können, doch sie erkannte ihn an dem Buckel auf seinem Rücken, und ihre Erinnerung beschwor vor ihrem inneren Auge die Einzelheiten seines animalischen Gesichts und seines langen, ungepflegten Haares herauf. »Hast du es?« fragte der Khajiit. »Habe es ein wenig durch den Fluss hergebracht.« »Scheint eine Menge Ärger zu machen«, sagte Khajiit. »Ich habe mich stets gefragt, warum du dafür keinen Agonier einspannst.« »Weil ich den Agonier nicht traue. Abgesehen davon haben sich Schlitzeraale, die darauf abgerichtet sind, Agonier zu jagen, die den äußeren Kanal durchqueren wollen. Mich entdecken sie nicht so leicht, besonders dann nicht, wenn ich mich vorher mit Aalschleim einreibe.« »Widerwärtig. Diese Aufgabe kannst du gern weiterhin selbst übernehmen.« »Das tue ich nur so lange, wie ich dafür bezahlt werde.« Er streifte sein Hemd ab und nahm seinen Buckel ab. »Sieh's dir an. Nimm eine Kostprobe, wenn du willst.« »Oh, bei den Deder und allen Geistlichen«, fluchte Anaik auf einem Balken kauernd. »Er ist kein Verkroko. Er ist als Koma-Schmuggler.« »Du wirst mich noch umbringen«, sagte Glim. »Ich bringe dich nicht um. Das tust du schon allein. Das läuft auf dasselbe hinaus.« Anaik war sich nun ziemlich sicher, dass es sich bei dem, was sie fühlte, um Angst handelte. Um gleißende, schreckliche, animalische Angst. »Übrigens«, sagte der Khajiit und senkte seine Stimme, »wir sind die beiden da oben auf dem Dachsparren.« Der Mann schaute auf. »Xuth, wenn ich das wüsste«, sagte er. »Jedenfalls niemand von meinen Leuten.« »Das will ich hoffen. Ich habe Patsch und Flix hochgeschickt, um sie zu töten.« »Oh, verdammt«, zischte Anaik. »Komm mit, Glim.« Als sie aufstand, zischte ganz in ihrer Nähe irgendetwas durch die Luft, und ihrer Kehle entfuhr ein Kreischen. »Ich wusste es«, schnappte Glim. »Sei einfach. Komm, wir müssen aufs Dach.« Sie liefen über die Balken, und hinter ihr rief jemand irgendetwas. Jetzt konnte sie ihre Schritte hören. Warum war sie vorher nicht dazu imstande gewesen? Steckte irgendeine Art Verzauberung dahinter? »Da«, sagte Glim. Sie sah es ebenfalls. Ein Teil des Dachs war eingestürzt und ruhte, eine Rampe bildend, auf den Dachsparren. Hastig krabbelten sie hinauf. Etwas Heißes, Feuchtes versuchte sich aus ihrer Brust zu befreien, und sie fragte sich voller Panik, ob sie von einem Pfeil getroffen worden war oder ob sie innere Blutungen hatte. Doch sie schafften es aufs Dach und standen vor einem 15 Meter tiefen Abgrund. Sie holte zwei Glasfläschchen hervor und reichte Miriglim eines davon. »Trink das und spring«, sagte sie. »Was ist das?« »Das ist... ich bin mir nicht sicher. Eigentlich lässt es uns fliegen.« »Eigentlich? Wo hast du das her?« »Warum ist das wichtig?« »Oh, Tal, du hast das selber zusammengebaut, nicht wahr? Ohne Rezept. Erinnerst du dich noch an dieses Zeug, das mich unsichtbar machen sollte?« »In gewisser Weise hat es dich doch unsichtbar gemacht.« »Es hat meine Haut durchsichtig gemacht. Ich sah aus wie ein herumlaufender Sack voller Innereien.« Sie leerte ihr Fläschchen. »Wir haben jetzt keine Zeit für Diskussion, Glim. Das ist unsere einzige Chance.« Ihre Verfolger kamen die Rampe hinauf, also sprang sie. Während sie sich fragte, ob sie mit den Armen schlagen sollte oder... Egal, was sie tat, sie stürzte in die Tiefe und kreischte. Jedoch fiel sie langsamer, als sie es eigentlich sollte, und plötzlich trieb sie federleicht dahin, sodass der Wind sie wie eine Seifenblase vor sich herschob. Sie hörte die Männer auf dem Dach brüllen und wandte sich um. Glim schwebte unmittelbar hinter ihr. »Siehst du«, sagte sie, »du musst ein bisschen Vertrauen in mich haben.« Sie hatte den Satz kaum beendet, als sie wieder in die Tiefe stürzten.
Angeschlagen, erniedrigt und nach dem Abfallhaufen stinkend, der ihren Sturz aufgefangen hatte, kehrten sie zum Herrenhaus ihres Vaters zurück. Sie fanden ihren Vater in demselben Sessel schlafend, in dem Anaïk früher an diesem Morgen gesessen hatte. Einen Moment lang stand sie da und betrachtete ihn. Seine blassen Finger, die eine Flasche Wein umklammert hielten, sein dünner werdendes graues Haar. Sie versuchte sich an den Mann zu erinnern, der er vor dem Tod ihrer Mutter gewesen war, bevor die Anxile-Ehe Klein Mottchen dem Kaiserreich entrissen und seine Ländereien auszubeuten begonnen hatten. Sie konnte den Mann von damals nicht mehr sehen. »Komm mit«, sagte sie zu Glimm. Sie holten drei Weinflaschen aus dem Keller und gingen die Wendeltreppe zum oberen Balkon hinauf. Anaïk entzündete eine kleine Papierlaterne und goss in ihrem schwachen Lichtschein Wein in zwei erlesene Kristallpokale. »Auf uns«, sagte sie. Sie tranken. Unter ihnen breitete sich das altkaiserliche Kleinmottchen aus. Ein Haufen zerbröckelnder, von Ranken bewachsener Herrenhäuser und von Schlafpalmen und Bambus überwucherter Grundstücke, die jetzt allesamt so dunkel dalagen, als bestünden sie aus schwarzem Samt, abgesehen von denen, die von der blassen Phosphoreszenz des Wolfsschimmels oder den zartgelben, fliegenden Schimmerschwärmern erhellt wurden, den harmlosen Verwandten der tödlichen Irrlichter in den tiefen Sümpfen. »Und«, sagte sie, als sie ihr Glas wieder auffüllte, »fühlst du dich jetzt nicht ein wenig lebendiger?« Er blinzelte sehr langsam mit den Augen. »Nun, mit Sicherheit ist der Unterschied zwischen Leben und Tod mir jetzt gegenwärtiger«, entgegnete er. »Das ist doch schon mal ein Anfang.« Ein kurzer Moment verging. »Wir hatten Glück«, sagte Glimm. »Ich weiß«, erwiderte sie, »aber was?« »Nun, vielleicht ging es nicht um ein Werkroko, aber zumindest können wir die Skooma-Händler dem Untervogt melden.« »Bis dahin werden sie längst verschwunden sein, und selbst wenn sie sie fassen, ist das nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist unmöglich, den Skooma-Handel zu unterbinden.« »Wenn es niemand versucht, dann gewiss«, entgegnete sie. »Nichts gegen dich, Glimm, aber ich wünschte, wir würden weiterhin zum Kaiserreich gehören.« »Zweifellos, dann wäre dein Vater nämlich noch immer ein wohlhabender Mann und kein schlecht bezahlter Ratgeber der Anxile-Ehe.« »Das ist es nicht. Unter der Herrschaft des Kaiserreichs gab es wenigstens Gerechtigkeit. Es gab Ehre.« »Du warst damals doch nicht einmal geboren.« »Ja, aber ich kann lesen, Merik Glimm.« »Und wer hat diese Bücher geschrieben?« »Bretonen, Kaiserliche.« »Das ist nichts als Anxile-Propaganda. Das Reich ist dabei, neu zu entstehen. Titus Meda hat damit begonnen und nun steht ihm sein Sohn Atribus zur Seite. Sie geben der Welt die Ordnung zurück und wir machen uns nur etwas vor und warten darauf, dass die Dinge von allein besser werden.« Der Argonier schenkte ihr sein nachgeahmtes Schulterzucken. »Es gibt schlimmere Orte als Klein Mottchen.« »Es gibt aber auch bessere Orte. Orte, zu denen wir gehen könnten. Orte, an denen wir etwas bewirken können.« »Ist das jetzt wieder eine Kaiserstadt-Ansprache? Mir gefällt es hier. Dies ist mein Zuhause. Wir kennen uns, seit wir Küken waren. Ja, und wenn du damals nicht bereits wusstest, dass du mich zu nahezu allem überreden kannst, dann weißt du es jetzt. Aber die Schwarzmarsch zu verlassen, dazu bringst du mich nicht. Also versuch's gar nicht erst.« »Erwartest du nicht mehr vom Leben, Glimm?« »Essen, Trinken, Spaß. Warum sollte jemand mehr wollen als das? Es sind die Leute, die etwas bewirken wollen, die für den ganzen Ärger der Welt verantwortlich sind. Leute, die der Meinung sind, sie wüssten, was für alle anderen besser ist. Leute, die zu wissen glauben, was andere brauchen, ohne auch nur zu hinterfragen, ob das wirklich stimmt. Das ist es, was dein Titus Mede verbreitet, seine Vision davon, wie die Dinge eigentlich sein sollten. Richtig?« »Es gibt so etwas wie richtig und falsch, Glimm. Gut und böse.«
wenn du das sagst. Prinz Attribus hat eine ganze Kolonie deines Volkes vor der Sklaverei bewahrt. Was denkst du wohl, wie sie in Bezug auf das Kaiserreich empfinden? Mein Volk wurde unter dem alten Reich versklavt. Wir haben damit also einige Erfahrung. Ja, aber das hatte ein Ende, als die Oblivion-Krise ausbrach. Siehst du, selbst du musst zugeben, wenn Mirunes Dagon triumphiert hätte, wenn Martin ihn nicht geschlagen hätte. Martin und das Kaiserreich haben die Schwarzmarsch nicht bezwungen, sagte Glimm und hob die Stimme. Das waren die Anxileel. Als sich die Tore auftaten, stürmten die Argonier Oblivion mit solcher Wut und Gewalt, dass Dagons Hauptmänner sie wieder schließen mussten. Anaik wurde klar, dass sie von ihrem Freund abgerückt war und ihr Pulsschlag sich beschleunigt hatte. Sie roch irgendetwas Scharfes und leicht Schwefeliges. Erstaunt musterte sie Glimm. Ja, sagte sie schließlich, als der Geruch verblasste. Aber ohne Martins Opfer hätte Dagon letzten Endes auch die Schwarzmarsch eingenommen und diese Welt zu seinem Spielplatz gemacht. Glimm regte sich und hielt ihr sein Glas zum Nachschenken hin. »Ich will mit dir nicht darüber streiten«, sagte er. »Ich finde nicht, dass das wichtig ist.« »Einen Moment lang klangst du aber ganz anders, alter Freund. Ich glaube, ein gewisses Maß an Leidenschaft in deiner Stimme gehört zu haben. Und du hast gerochen, als würdest du auf einer Auseinandersetzung geradezu brennen.« »Das ist nur der Wein«, murmelte er und winkte ab. »Und die ganze Aufregung. Können wir für den Rest der Nacht nicht einfach feiern, dass dein Flugelixier kein kompletter Reinfall war?« In ihrem Magen begann sich eine angenehme Wärme auszubreiten. Der Wein zeigte Wirkung. »Nun ja«, sagte sie, »ich schätze, das ist ein oder zwei Toasts wert.« Sie leerten ihre Pokale und dann sah Glimm sie ein wenig schräg an. »Wer auch immer«, begann er und brach dann ab. »Was?« Er grinste seinen Echsengrinsen und schüttelte den Kopf. »Vielleicht musst du überhaupt nicht nach Schwierigkeiten suchen. Nach allem, was ich höre, kommen sie möglicherweise von selbst auf uns zu.« »Wie das?« »Heute ist die Sturmorakel im Hafen eingelaufen.« »Das Schiff deines Cousins, Ixtars Nasha?« »Ja. Er sagt, er habe draußen auf dem Meer etwas gesehen. Etwas, das in diese Richtung kommt.« »Etwas?« »Das ist der verrückte Teil der Geschichte. Er sagt, es sehe wie eine Insel mit einer Stadt drauf aus.« »Eine unerforschte Insel?« »Eine Insel, die in der Luft schwebt. Eine fliegende Insel.« Anai runzelte die Stirn, stellte ihr Glas ab und wedelte mit dem Finger vor seiner Nase. »Das ist nicht komisch, Glimm. Du machst dich über mich lustig.« »Nein. Eigentlich wollte ich es dir gar nicht erzählen. Aber der Wein...« Sie setzte sich in ihrem Sessel aufrecht. »Du meinst es ernst? Und sie kommt auf uns zu?« »Das hat er jedenfalls gesagt.« entgegnete sie, nahm ihr Weinglas zur Hand und ließ sich wieder in ihren Sessel zurücksinken. »Darüber muss ich nachdenken. Eine fliegende Stadt klingt wie ein Überbleibsel aus der Merithic-Ära. Oder noch älter.« Sie spürte, wie sich ihr großer Mund zu einem breiten Lächeln verzog. »Wie aufregend! Ich schaue morgen lieber mal bei Hekua vorbei.« Und damit leerten sie den Rest der Flasche und öffneten eine weitere, eine teure, und draußen setzte der Regen ein, wie er es immer tat, ein wogender Vorhang, der im Lichtschein der Laterne glitzerte, sauber und feucht, um Klein Mottchens Geruch nach Moder und Verfall für kurze Zeit fortzuwaschen.